Boah, Pfefferkuchen. der botanische Golot heute. Ja, ich dachte mal, schön im Garten, in meinem bescheidenen Garten hier im Gebiet da Du hinten, wo lässt noch dir Palmen gut sind. gehen in London. Bist du Weil aufgeregt hier am Kavell? ich will, also, ich fühle meinen Puls, kann meinen Puls nicht mal fühlen. So nervös bin ich, ja. Du hast mich richtig hochgehypt heute damit. Ja. Wir müssen vielleicht wirklich kurz für alle sagen, die jetzt hier sind, das, Ja. was hier gleich passiert, ist die Weltpremiere. Sowas gab es noch nie. Ich wüsste es zumindest nicht und deshalb gab es das auch noch nie. In der Geschichte von Machiavelli zumindest gab es das noch nie. Wir machen ein Blind Date und Jan trifft gleich auf einen Menschen aus einem Bereich, mit dem er eh schon nicht so viel anfangen kann, nämlich Politik, Ah, und das stimmt auf aber einen nicht. Menschen, der vielleicht ein bisschen, der diesen Bereich beruflich macht. So, sehr beruflich. Der mehr nerdy ist als ich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie du gleich performen wirst, Jan. Würdest du das Gespräch jetzt gerne selber führen? Ich würde das Gespräch schon, also mir würden sehr viele Fragen an diese Person Hast du einfallen. die Person schon mal selber interviewt? Ich habe die Person tatsächlich noch nicht selber interviewt. Ich habe nämlich gedacht, so, ich gebe dir einfach eine Person, mit der ich gerne sprechen würde. Weil es Nett. vieles gibt, glaube ich, worüber man gut streiten kann, wo man vielleicht einer Meinung ist, wo man aber auch anderer Meinung ist. Und ich glaube, du kennst diese Person nicht so gut, aber du kannst vielleicht was mit der Partei dieser Person anfangen. Zumindest fallen dir bestimmt ein paar Fragen zu der Partei dieser Person ein. Okay, also es ist eine Politikerin. Es ist Okay. eine Politikerin, mit der Jan Kavelke gleich sprechen wird. Hast du eigentlich den Hauch einer Ahnung? Du liest ja auch hier die ganze Zeit nur Namen vor. Überhaupt nicht. Es ist eine Bundestagsabgeordnete, mit der du es gleich hier in diesem Livestream zu tun bekommen wirst und du weißt nicht, wer es ist. Du bist sehr aufgeregt. Es ist nicht Annegret Kramp-Karrenbauer, es ist nicht Beatrix von Storch. Und ich werde auch immer nervöser. Ey, wir haben so Live-Auftritte gemacht, so vor Publikum und so auf Festivals oder so krasse Rap-Politik-Kombos im Studio getroffen. Ich bin gerade richtig nervös. Ich weiß nicht warum. Jan, deine Ja. Gesprächspartnerin ist da. Es ist Güde Jensen von der FDP. Und ich wünsche Großartig. dir ganz viel Spaß Vielen mit diesem Dank. Interview. Ich werde zuschauen. Bitte. Leute, viel Spaß beim Zugucken. Hallo. Hallo. Ich Ich grüße dich. war auch irgendwann ganz schön aufgeregt, um ehrlich zu sein. Ja, weil der das so hochgepeitscht hat die ganze Zeit, ne? Allerdings, Das ja. ist ja nicht auszuhalten. Was hat er noch gesagt? Hat er gesagt, dass wir uns immer duzen beim Machiavelli Podcast? Weiß ich nicht, aber gehe von aus, oder? Das machen wir, genau. Gut. Ich bin Jan, du bist Gide Jensen. Güte, Gide. genau. Ja. Schön, dass du dabei bist hier bei unserer Premiere. Danke für die Einladung. Immer gerne, auf jeden Fall. Und ich habe die Info vorab bekommen, du hast nur eine halbe Stunde Zeit. Ja, sorry. Nö, alles gut. Tochter im Gepäck, die jetzt gerade kurz mit meiner Schwester eine Runde schiebt und dann muss ich sie zu Bett bringen. Wir machen das noch nicht so lange. Gut, sehr gut. Aber das schaffen wir in einer halben Stunde Top. ganz, ganz easy. Ich habe ein bisschen drüber nachgegrübelt, welche Fragen man so stellen könnte, wenn man überhaupt nicht weiß, welche Person da kommt. Und ich würde gerne mit Ja, wie einer relativ bereitet man sich auf sowas vor? Ich hätte überhaupt einfachen. keine Ahnung. Aber ich finde es cool, dass übrigens aus den Kommentaren aus dem Ja. Bild rauszulesen war, dass die Schleswig-Holsteiner Fraktion sehr gut vorgeschlagen wurde, weil Aminata und Luise sind ja beides auch Schleswig-Holsteinerinnen. Ich komme auch So aus wie du, da kommst du Schleswig-Holstein. her. Wir kennen, ja Okay. genau, man kennt sich. Ja. Und du bist, um das jetzt hier nochmal zu bestätigen, du bist MdB. Richtig, genau. Seit. Luise ist eine Kollegin von mir. Ich Ja. bin seit 2017 dabei. Luise macht das ja schon ein bisschen länger. Genau, und ich leite den Ausschuss für Menschenrechte. Ja. Von daher auch ein Thema, wo wir mit den Grünen viele Überschneidungspunkte haben. Von daher passt das, glaube ich, ganz gut. Aber ich habe dich irgendwie unterbrochen. Wir sprechen natürlich nicht auf Englisch. Das wäre Gott mir, sei glaube ich, auch jetzt zu doll heute Dank. Abend. Wir bleiben beim Deutschen. Genau. Einstiegsfrage würde ich gerne wissen. Wenn du mit dem Taxi fährst, fährst du Taxi? Nee, ich fahre Auto. Ach, nee, aber Aber zwischen. mach mal die Frage, vielleicht weiß ich eine Antwort. Wenn du mit dem Taxi fährst und der Taxifahrer fragt dich, was du vom Beruf machst, was sagst du dann? Was mit Medien? Nee, Wirklich? ich sage eigentlich schon, glaube ich, dann, ich arbeite in Berlin. Die meisten, ich habe diese Frage noch nicht bekommen, deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, was ich antworte. Ich würde nicht lügen, aber ich würde wahrscheinlich nicht sofort sagen, ich sitze im Bundestag, sondern erstmal so ein bisschen hören, was der oder sie so über Politik denkt. Weil meistens ist es spannender, das zu hören, was sie denken, wenn sie noch nicht wissen, was man selber macht. Weil dann ist so eine Voreingenommenheit oder eine Zurückhaltung auf einmal da, ist immer schade. Ist spannender, dann zu hören, was sie wirklich denken. Okay, du bist nicht so taxifahrmäßig unterwegs, was Silis? Nee, irgendwie nicht. Ich fahre
Auto oder Fahrrad oder geht zu Fuß? Vassilis Geschichte ist ja immer, dass er schon als Kind Phoenix geguckt hat und sich sehr für politische Themen interessiert Ja. hat. Weißt du, wann das bei dir angefangen hat? Also auf jeden Fall nicht als Kind. Ich würde sagen, so richtig erst mit Ende der Schulzeit, Anfang des Studiums. Und ich wollte tatsächlich immer was mit Medien machen. Ich wollte immer über Politik berichten, weil ich es immer spannend fand, aber halt auf der anderen Seite stehend. Und dann habe ich Politikstudium aufgenommen und habe irgendwie gemerkt, wow, das ist zu wenig Praxis. Ich verstehe immer noch nicht, wie es läuft und ich will das gern verstehen. Und dann habe ich zwei E-Mails geschrieben, einen an die Julis und eine E-Mail an die Hochschulvertretung der Union oder der CDU. Und die Julis haben sich gemeldet und deswegen bin ich da einfach mal hingekommen und im Prozess überzeugt worden. Also so Von daher funktioniert eher so das ein dann. Studium. Wenn, Ich glaube, es wenn. gibt da super unterschiedliche Wege, aber bei mir Ja. hat es so funktioniert. Konstantin Kuhle zum Beispiel, Ja. der hat sogar sein Alter gefälscht, um früher bei den Julis Mitglied zu werden. Das ist So ja ein was, das kommt Streber jetzt war ich nicht. hier raus. Aber das heißt, wenn die, wenn die von der Union sich gemeldet hätten, dann wärst du auch einfach dahin gegangen. Also ich wäre zumindest mal schauen gegangen. Was dann gewesen wäre, kann ich nicht sagen, aber ich bin ja noch bei der FDP, also die scheinen ja was richtig gemacht zu haben. Ich stelle mir das mit den Parteien immer so ein bisschen vor wie mit so einem Fußballverein. Da wird man irgendwie reingeboren und dann kommt man auch irgendwie nicht mehr so richtig raus. Haut das hin? Oder kann man auch wechseln? Hast du schon mal drüber Ja. nachgedacht zu wechseln? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Die Frage habe ich letztens schon mal bekommen. Ich habe noch nie überlegt zu wechseln. Ich bin zwar im Prozess überzeugt worden, aber habe dann auch für mich entschlossen, okay, wenn, dann ist es diese Partei oder ich muss irgendwie was Eigenes gründen, weil man stellt immer fest, dass man nicht zu 100% irgendwie Überschneidung hat mit dieser Partei. Das wäre ja auch seltsam, weil dann würde man sein Fähnchen, glaube ich, mehr in den Wind hängen, wo gerade die Partei, in welche Richtung sie gerade will. Aber nee, also es ist schon, wenn dann dieses Mindset der FDP, Eigenverantwortung für sich selber zu übernehmen und Bürger- und Menschenrechte, dieses Ich weiß selber, was gut für mich ist, lieber Staat, halte dich bitte an die Sachen, bereite mir irgendwie den Weg, aber lass mich bitte dann mein Leben selber in die Hand nehmen. Und das finde ich nach wie vor, dass das die FDP auch am besten rüberbringt. Da gibt es viele Lachsmilies, was soll das? Weil Das Vassili ist jetzt getickert wahrscheinlich hat, Ironie. Ach so, die Eilmeldung. Eilmeldung in Ja, ich Politiker krieg Kuhle nachher. fälschte sein Alter. Das wird Die auf ist jeden aber Fall zu kurz. morgen, Das ist eine blöde Bildüberschrift. das wird morgen über die Agenturen laufen vom Machiavelli-Podcast aus. Du Er war hast noch nicht gerade, strafmündig. ist verjährt. Du hast gerade gesagt, dass du das damals im Politikstudium noch nicht so durchdrungen und verstanden hast und dass du die Befürchtung hattest, dass du das auch als Journalistin nicht vollständig so verstehen würdest, wie vielleicht als Politikerin. Was hast du denn jetzt verstanden, was du damals noch nicht durchdrungen hast? Was ist dir so bewusst geworden über diesen Job und über die Politik? Also das, was man, glaube ich, aus den Medien, aus der Öffentlichkeit über Politik wenig erfährt, ist tatsächlich so diese innerparteiliche Demokratie, bevor eine Wahl stattfindet. Was passiert eigentlich? Wie werden Listen aufgestellt? Was passiert eigentlich da in so einer Partei? Und da wird ja auch relativ wenig im Verhältnis zu den normalen Schlagzeilen darüber berichtet. Und das hat mich eigentlich immer aber am meisten interessiert, weil am Ende des Tages, wenn ich es jetzt mal ganz verkürzt darstelle, entscheidet bei uns in Schleswig-Holstein über die nächste Liste, die zur Bundestagswahl aufgestellt wird. Da entscheidet eine Menge von 200 Delegierten aus der FDP Schleswig-Holstein darüber, auf welchen Listenplatz ich möglicherweise gewählt werde und ob ich im nächsten Bundestag sitze. Natürlich am Ende entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, aber den Weg dahin bereiten 200 Delegierte meiner Partei. Und solche Dinge, die sind wichtig, um zu verstehen, was halt jetzt auch in diesem Prozess in dem nächsten Jahr passiert auf die Bundestagswahl hin. Und das finde ich, das kriegt man besser mit oder lernt eher, wenn man einfach mal in so eine Partei reinschnuppert. Man muss ja nicht gleich Mitglied werden, man kann auch Interessent sein oder einfach mal so fragen. Ja. Aber das hat mir so ein bisschen für die Einordnung geholfen, muss ich sagen. Du bist aber dabei geblieben. Ja. Du hast das Ding durchgezogen. Das war jetzt ein formeller Zufall dann so ein bisschen, dass das dabei geblieben ist. Ja, schon. Gibt es denn auch eine inhaltliche Überzeugung, die sich dann daraus entwickelt hat? Ja, ich habe bei der Naumann-Stiftung vorher gearbeitet, bevor ich in den Bundestag gekommen bin.
Und da ich jetzt den Ausschuss für Menschenrechte sogar leiten darf, das war auch immer ein Thema, was mich im Studium und eben dann in der Stiftungsarbeit auch interessiert und so umgetrieben hat, dass Menschenrechte ja eigentlich ein Konstrukt sind, was man immer sehr leichtfertig in den Mund nimmt. Und es gibt immer ein Menschenrecht auf alles Mögliche, wenn es gerade so passend ist. Aber was da eigentlich hintersteht, die Staatengemeinschaft hat sich damals nach dem Zweiten Weltkrieg auf bestimmte Konzepte geeinigt. Und da gehören die freie Meinungsäußerung, ein Recht auf Bildung, ein Recht auf Hygiene oder sauberes Wasser, also was dazu. Dann muss ich sagen, war das damals sehr innovativ von der Frau Roosevelt. Aber auch, was diese Debatte momentan menschenrechtlich macht, das hat mich so ein bisschen überzeugt, dabei zu bleiben. Jetzt nicht nur bei der FDP, weil ich finde, dass die Partei Menschenrechte am besten verkörpert, sondern auch, weil diese Debatte unheimlich modern und hoffentlich bald noch ein bisschen innovativer geführt wird. Weil sonst, wie gesagt, ich höre ganz häufig, es gibt ein Menschenrecht auf so und so. Und das wird so lapidar so rausgekotzt manchmal. Und wenn man Menschenrechte sagt, dann kann man ja nur richtig liegen. Aber was da so für Konzepte hinterliegen, das versuchen wir halt hier im Parlament zu machen. Und das macht echt Spaß. Und das hat mich bei der Stiftung umgetrieben und eben gesagt, hier auch. War das eine Politikerin-Antwort? Ja. Schon. Sag mal, was dich persönlich da antreibt und motiviert, gerade bei diesem krass wichtigen Thema. Also, hast du jetzt bewusst gerade die Deutschlandfahne in den Nee, ich Hintergrund habe das hier gerückt? gedreht, weil das Licht so komisch ist. Ich habe auch die Europafahne da. Okay. Ja, Und ich ob's, ob's. habe auch Vasen und einen Blick nach draußen, aber das Licht ist so blöd, deswegen. Okay. Ich dachte, So. das wär jetzt so ein subtiler Hinweis vielleicht auf irgendwas Nee, gewesen. das würde Philipp Amthor machen. Der hätte hier so sein PIN. Nee, okay, abseits von der Politikerin-Antwort. Den Job, den wir hier machen oder den ich hier machen darf, der ist total spannend, weil man tolle Leute trifft, die ich sonst wahrscheinlich so gar nicht getroffen hätte. Ich weiß nicht, ob wir uns sonst über den Weg gelaufen wären oder ob ich einen Kollegen in Costa Rica getroffen hätte, der verpartnert ist mit seinem Mann und den Ausschuss für Menschenrechte da leitet oder ob ich eine pakistanische Menschenrechtsaktivistin treffe, die gerade von Facebook eingeladen wurde, in deren Oversight Board mitzumachen. Also solche Leute, die man sonst nicht getroffen hätte, das ist sehr belohnend hier in der Arbeit und das weiß ich echt zu schätzen. Vielleicht auch eine Politikerin-Antwort, aber ich weiß diesen Job hier sehr zu schätzen. Ist das so ein ist das ein bestätigendes Klischee, dass man da irgendwann nicht mehr rauskommt, Fragen so zu beantworten? Ja, ich glaube, ein Stück weit gewöhnt man sich daran, bestimmte Fragen auch auf eine bestimmte Art und Weise zu beantworten. Ich stelle immer fest in so Interviews, wenn man das mal nicht macht, dann sind die Leute kurz raus. Also wenn ich entweder nur eine kurze Antwort gebe oder tatsächlich auf die Frage antworte, dann sind sie raus. Warum? Ja, weil das halt nicht erwartet wird, weil erwartet wird, und ich finde, es ist auch eine Gabe, nicht auf die Frage zu antworten und trotzdem die ganze Zeit irgendwas zu sagen, was der Gegenüber am Ende überhaupt nicht verstanden hat und die Frage vergisst. Wer kriegt das am besten hin aus dem Deutschen Bundestag? Also die überwiegende Mehrheit der Union. Da können das wirklich alle sehr, sehr gut. Also ich würde jetzt vielleicht als Beispiel Heiko Maas nehmen, weil über den ärgere ich mich momentan täglich. Warum? Naja, also wir hatten in der letzten Bundestagsdebatte hatten wir oder Sitzung, vorletzte Woche gab es einen Antrag von uns als FDP zu der Lage in Hongkong. Gut, der Minister war nicht da, muss man dazu sagen. Er hatte eine wichtige Videoschaltkonferenz mit anderen Außenministern. Sein Staatsminister war da, Nils Ahnen, aber wenn man Heiko Maas eine Frage stellt, ob jetzt im Ausschuss oder im Plenum in der Fragestunde, dann antwortet er nie auf die Frage, sondern immer rundherum. Ohne aber etwas zu sagen. Das ist sozusagen die zweite Gabe. Einmal, um die Frage nicht zu beantworten, muss man eine Gabe haben und halt nichts zu sagen. Und das finde ich bemerkenswert dämlich. Falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, weil gerade hier auf die Frage kam, ich bin Janka Welke, die eine Hälfte, die Rap-Hälfte, die Hip-Hop-Hälfte vom Machiavelli-Podcast, und wir haben ein neues Format, das heißt Blind Date, und ich treffe auf einen Politiker, eine Politikerin, die ich vorher nicht
kannte, wo ich nicht wusste, wer das ist. Und heute ist das Güdi Jensen. Und ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen. Du kommst auch aus Schleswig-Holstein. Du bist bei Ja. der FDP, Mitglied des Bundestags seit 2017. Richtig. Und Leiterin des Ausschusses für Menschenrechte. Genau. Genau. So. Und wir sprechen miteinander darüber, was dich bewegt, wie du zu dem Beruf gekommen bist und was du so machst. Was hast du bisher bewegt? Was hast du verändert, was vorher falsch war? Also es ist aus der Opposition, glaube ich, eine besondere Herausforderung. Wir haben im Parlament hier angedockt bei mir im Ausschuss ein Programm, das heißt Parlamentarier schützen Parlamentarier. Das wurde damals mal gegründet, unter anderem unter dem Vorsitz von Claudia Roth, die diesen Ausschuss damals als erste Vorsitzende begonnen hat zu leiten. Und das Parlamentarier schützen Parlamentarier Programm war eigentlich ausgelegt dafür, Kollegen weltweit, die, obwohl sie im Parlament sind, ihre Arbeit nicht richtig machen können, weil sie eingeschränkt werden. In der Türkei, Selahattin Demirtas ist zum Beispiel von der HDP einfach mal im Gefängnis, obwohl er ein gewählter Abgeordneter ist. Das als Beispiel hat der Bundestag sich genommen und hat gedacht, okay, die Abgeordneten, die hier sind, die haben so viel Möglichkeiten, öffentlich ihre Meinung zu sagen und auch Dinge einzufordern. Das könnte man mit so Patenschaften doch ganz wunderbar machen. Und das Programm ist dann nicht wie eine Brieffreundschaft, aber es kann theoretisch zu so einer werden. Und viele der Kollegen saßen auch mal im Gefängnis, sitzen vielleicht jetzt im Gefängnis. Und da, das ist aber angewachsen auf Menschenrechtsverteidiger allgemein, also Journalisten, Anwälte, Lehrer, Gewerkschafter. Und ich habe mehrere Patenschaften auch übernommen, unter anderem für einen jetzt inhaftierten Menschen aus, oder der ist unter anderem Anwalt in Vietnam. Und da haben wir jetzt gerade Haftbedingungserleichterungen durchbekommen. Das sind, das merkst du jetzt vielleicht an der Antwort, das sind so ganz kleine Dinge, aber die sorgen am Ende des Tages dafür, dass man die Welt vielleicht ein kleines bisschen besser macht und das Leben von einzelnen Menschen auch ein bisschen besser macht. Das ist ein Ding, was mich gerade nebenher beschäftigt, neben so dieser ganzen Arbeit, die man hier im Parlament macht. Und wir haben gerade einen großen Austausch mit Hongkongern, die auch hier in Deutschland leben, die gerade sich Sorgen machen, dass deren Stadt den Bach runtergeht und sie nicht zurückkommen können oder ihr Leben da frei leben können. Da engagieren wir uns gerade dafür, dass diese Rechte nicht mehr eingeschränkt werden. Ja, und ansonsten versucht man immer noch, weil wir ja auch so ein Stück weit hier ein lernender Apparat sind, immer auf dem Laufenden zu bleiben, unabhängig davon, welche Themen man hier macht, immer auf dem Laufenden im Wahlkreis zu sein oder zu Hause. Und da interessiert sich natürlich nicht nur jeder für Menschenrechte, sondern auch für die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung oder für die Kita, die immer noch geschlossen ist. Also da hat man dann so eine ganze Bandbreite. Da wir ihn gerade schon mal kurz hier angesprochen haben, Deutschlandfahren related, Philipp Amthor, jetzt vielleicht gar nicht genau über ihn sprechen, aber mir ist eine Sache aufgefallen, die du mir vielleicht erklären kannst, weil du dann nicht Politikjournalistin geworden bist, sondern Politikerin und jetzt einen besseren Durchblick hast. Warum treten PolitikerInnen nicht mehr zurück, Ja, weil in dem Fall wenn sie Mist gebaut die haben? noch was werden wollen. Ich glaube nicht, dass die erste Konsequenz ein Rücktritt sein muss und sollte. Aber ich finde, eine Konsequenz aus einem Fehltritt oder aus einem falschen Handeln, wenn man es dann so sieht, sein sollte, dass man klar sagt, es war ein Fehler. In dem Fall hat ja Philipp Amthor das auch gesagt. Er hat gesagt, es war ein Fehler. Ich finde aber das, was dann teilweise in der Union passiert ist, was Joe Wadephul zum Beispiel gesagt hat, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der meinte, naja, der Typ ist noch jung und man kann ja auch mal Fehltritte und so. Ich finde, also erstmal, der ist 27, der hätte auch schon vor, ich bin schlecht mit Zahlen, vor 9 Jahren schon in den Bundestag gewählt werden können. Und er möchte eigentlich gerne gerade in MV für den Ministerpräsidentenposten bei den nächsten Wahlen antreten. Von so einem Typen müsste man doch aber eigentlich dann erwarten, dass der genau weiß, was er macht. Und ich glaube auch, dass er das tut. Ja, Und genau, aber da müsste ja dann die Konsequenz sein, dass er eigentlich zurücktritt. Und das gab es ja in der Vergangenheit öfter. Also, dass ich mich das gefragt habe, vielleicht ist das auch eine Verklärung in meiner Erinnerung. So lange bin ich jetzt noch nicht
auf der Welt und schaue mir politisches Geschehen so bewusst an. Aber gefühlt in meiner Jugend und Kindheit gab es das öfter, dass so dicke Klopper rausgekommen sind. Und das würde ich jetzt bei ihm auch mal behaupten, dass es einer ist oder bei anderen. Und die Leute es einfach durchstehen. Gab es da irgendjemand, der hat damit angefangen und dann am Alarm dann gemerkt, ach, Gibt ah, auch das keine funktioniert ja. Konsequenzen. Ah, da muss, ja, da kann man einfach durchziehen, oder? Ja, also er ist ein Stück weit, hat er eine Konsequenz gezogen. Er ist aus dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Anis Amri, zu dem Fall. Dort ist er jetzt raus, weil ja in diesem ganzen Konglomerat dort auch eine Verbundenheit zu Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen, na gut, wir wissen alle, wer Maaßen ist, rauskam. Und deswegen wurde der Druck eben höher, dass er vielleicht dann sich zumindest aus diesem Untersuchungsausschuss zurückzieht. Das ist eine Konsequenz. Ich finde aber, man sollte in der Politik auch in der Lage sein zu sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Im Chat gibt es gerade so ein bisschen auch hier, Kemmerich hätte MP bleiben sollen und so. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, der hätte einfach von vornherein sagen sollen, nein, ich nehme die Wahl nicht an. Aber Und da habe ich zum Lindner? Beispiel auch, wie bitte? Hätte Christian Lindner danach zurücktreten müssen? Nein. Weil das war ja eine Entscheidung, die in Thüringen gefallen ist und die Thomas Kemmerich so entschieden hat. Also da kann Christian Lindner hätte vielleicht noch ein bisschen schneller reagieren können, aber er hat immer gesagt, wie er zu dieser Sache steht. Natürlich musste man auch in diesem Überschwall an Nachrichten und Eilmeldungen erstmal sortieren. Aber aus meiner Sicht ist es die Verantwortung von Thomas Kemmerich jetzt und gewesen, daraus Konsequenzen zu ziehen. Und Christian Lindner hat sich jetzt ja auch bei der zweiten Debatte ganz klar verhalten und ich finde das richtig. Aber man sollte in der Politik auch einräumen, aus meiner Sicht, Fehler machen zu dürfen. Wie mit diesen Fehlern umgegangen wird, das ist, glaube ich, die Frage. Weil wir tun ja hier manchmal so, als seien wir unfehlbar, hätten immer eine Lösung für alles und wären auch immer richtig. Und selbst wenn wir vor 5 Wochen noch was ganz anderes gesagt haben. Das finde ich ist schwierig. Und wenn wir das beibehalten, dann müssen wir uns nicht wundern, dass keine jungen Leute Politik machen wollen, weil sie sagen, ich verstehe das nicht und ich weiß auch noch gar nicht genug. Das ist ja so ein bisschen der Grundtenor. Politiker hier, die leben in so einer Unfehlbarkeitsbubble, finde ich doof. Dann ist ja jetzt ein guter Zeitpunkt eigentlich. Hast du schon mal einen politischen Fehler gemacht? Also einen richtig politischen Fehler in dem Sinne nicht. Aber ich habe zum Beispiel Thomas Kemmerich in einem ersten Reflex zur Wahl gratuliert und bin dann im Nachhinein, habe ich meinen Tweet dazu auch gelöscht, weil ich finde, ich lösche sonst eher nicht Tweets. Aber in dem Fall fand ich es besser, ihn zu löschen und einmal einzuordnen und im Nachhinein auch zu sagen, da hätte ich kurz nochmal drüber nachdenken sollen, Leute, es tut mir leid, ich bin da vorschnell gewesen und ich hätte das so nicht geschrieben und vor allen Dingen nicht in diesem ganzen Kontext, der sich dann noch in den nächsten Stunden darauf entwickelte. So richtigen Fehler politisch habe ich aus meiner Sicht noch nicht gemacht, aber ich glaube, es gehört dann auch dazu, die Verantwortung, die wir hier tragen, auch zu nutzen, um mal zu sagen, in dem Fall hätte ich es anders gemacht oder so. Da das jetzt auch hier in den Kommentaren viel kam und du dich da in diesem Ausschuss engagierst, du hast jetzt über Hongkong gesprochen und über die Türkei, die Situation im Mittelmeer wurde jetzt hier mehrfach angesprochen. Man sieht irgendwie Erik Marquardt, wie er da Hilfe ringt, um Aufmerksamkeit auch für dieses Thema sucht, wie er Videos und dramatische Bilder irgendwie von dort schickt. Ist das kein Thema für euch? Doch im Menschenrechtsausschuss ist das eigentlich bei uns auch regelmäßig Thema. Ich war selber jetzt noch nicht also auf dem Mittelmeer. Einige sind ja auch mit der Sea-Watch mal rausgefahren oder so, aber ich war in anderen Flüchtlingslagern und habe da auch mit Leuten gesprochen, die schon einen weiten Weg zurückgelegt haben. Von daher ist mir das Thema als solches nicht fremd. Wir haben nur vielleicht zum Hintergrund, das Problem bei uns im Ausschuss ist, wir sind kein gesetzgebender Ausschuss. Das bedeutet, die großen Dinger werden im Innenausschuss gedreht. Wir kriegen dann die Gesetze nur rübergereicht und dürfen auch mal nochmal drüber reden, ganz platt Aber kann gesagt. man an der Situation jetzt nur was Großes verändern? Also ist das nicht so ein bisschen, wir schieben die Verantwortung an der Stelle weg? Also habt ihr keine Macht, auf diese Situation irgendwie einzuwirken? Doch, also wir haben in dem Sinne die Macht der Öffentlichkeit, indem wir unsere Netzwerke, die wir
erarbeitet haben, nutzen, um dort zu werben für unsere Meinung, wie wir damit umgehen. Die großen Dinger, und da sollten wir auch für werben, und das machen wir aus meiner Sicht nicht genug, sind ein neues Migrationssystem auf europäischer Ebene zu etablieren, weil wir sehen ja gerade, dass das, was wir haben, nicht funktioniert. Und trotzdem gibt es Menschen, die über das Mittelmeer nach Europa wollen, um vor Krieg, vor Armut, vor Klimawandel, all solchen Dingen zu flüchten. Und die Augen davor zu verschließen, ist aus meiner Sicht das Falscheste, was man machen kann. Ja, aber genau Es das ist noch passiert ja schlimmer. gerade. Das stimmt. Aber Ja. das kann, das, also so viel Realismus habe ich dann doch, dass der Menschenrechtsausschuss oder ich als Einzelne das nicht verändern kann. Ich brauche eine Mehrheit und Druck auf zum Beispiel jetzt auch die Bundesregierung während der EU-Ratspräsidentschaft, die jetzt bald beginnt, ab 1. Juli, sich dafür einzusetzen in Brüssel an zum Beispiel diesem Konsenssystem, was wir haben. Also wenn Dinge beschlossen werden im Rat, müssen alle zustimmen oder es wird nicht gemacht. Warum macht man es nicht demokratisch, so wie wir es auch im Bundestag haben oder in anderen Gremien? Warum entscheidet nicht eine Mehrheit, meinetwegen noch mit Minderheitsschutzrechten, über Dinge, die geregelt werden, die in die Zukunft gedacht sind? Weil sonst, glaube ich, kriegen wir sowas nicht auf den Weg. Und große Fragen, Klimaschutz, Migration, die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit, von auch Menschenrechten, die kriegt man eben nicht immer nur im Konsens durch, sondern manchmal muss man sich da auch gegen eine Minderheit durchsetzen, wenn man gute Argumente hat. Was aber Aber das nicht sind, hilft, vielleicht der letzte Punkt, und das finde ich so irrsinnig, die Menschen, die vorschlagen oder die sagen, naja, die Leute, die übers Mittelmeer kommen, wenn man die rettet, dann ist das ja ein Pull-Faktor. Also dann kommen ja mehr, weil die dann ja gerettet werden. Das finde ich absoluten Bullshit. Also wenn ich mir vorstelle, bei mir in Kiel wäre Krieg, dann würde ich erst nach Eckernförde zu meiner nächsten Verwandten. Wenn es da nicht mehr aushaltbar ist, weil der Krieg sich ausweitet, dann gehe ich vielleicht in den nächsten Kreis und dann vielleicht nach Dänemark. Aber ich rufe doch nicht gleich in Buenos Aires an und bitte da um Asyl, sondern ich gehe doch erst in die Nachbarländer. Und wenn wir so tun, und das tun ja einige Fraktionen in der Bundestagsdebatte, als würde 100% der Migrationsbewegung aller nach Europa und vor allen Dingen nach Deutschland wollen, dann ist das nicht nur falsch, das ist, ich habe da noch kein Wort für. Und das hilft auch nichts, wenn man dann denjenigen SMS schickt und sagt, bitte kommt nicht, weil ihr habt keine Zukunft bei uns. Wenn die durch ganz Afrika geflüchtet sind, dann hält die keine SMS auf. Ja, aber genau Und finde ich deswegen, so also bescheuert. absolut, absolut richtiger Punkt. Hier an der Stelle kurze Richtigstellung von Vassili Goh. Lord Lindner hat die Kemmerich-Wahl zunächst in einer Pressekonferenz verteidigt. Kleiner Faktencheck, also er hat sich nicht direkt davon distanziert. Aber nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen. Wenn du jetzt davon sprichst, welche politischen Entscheidungen getroffen werden müssen und dass das alles dauert und so, ist das nicht auch für dich als Vorsitzende dieses Ausschusses unfassbar frustrierend, wenn, also krasser kann man die Menschenrechte ja nicht missachten. Da ertrinken Menschen im Mittelmeer und man wartet darauf, dass politische Entscheidungen getroffen werden, dass da Druck ausgeübt wird und so weiter. Aber es muss doch jetzt, zumindest kurzfristig, da irgendwas passieren. Und da muss Ja. doch man als Politikerin alle Hebel in Bewegung setzen. Ja, das stimmt. Es ist total frustrierend, weil Mühlen auch einfach sehr langsam mahlen. Vor allen Dingen gerade in einer Zeit, wo wir jetzt auch noch in einem Pandemie-Modus sind, wo einem, wenn man die Bundesregierung bestimmte Sachen fragt, warum sie sich nicht mehr einsetzt oder so, sagt, naja, wir haben jetzt gerade Corona, erstmal haben wir andere Sachen zu tun und zweitens ist es halt schwierig, wir können da keine Leute runterschicken, weil die setzen wir ja dem Risiko aus, sich zu infizieren. Das stimmt natürlich alles, aber das ist am Ende also am Ende des Tages ist, glaube ich, jemandem, der gerade geflüchtet ist, es egal, ob er jetzt auch noch Corona bekommt oder nicht. Ja, es ist frustrierend und trotzdem mache ich weiter, wie viele andere auch, und setze mich dafür ein, dass wir eben ein neues System auf europäischer Ebene etablieren und dass zumindest Deutschland vorangeht. Ihr habt ja vielleicht die Debatte mitbekommen oder du. Wir wollten eigentlich als Bundesregierung, wurde im Kabinett verschlossen, Kinder aufnehmen aus von den griechischen Inseln. Da hat jetzt auch Corona vielleicht so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber vielmehr auch die ganz straffen Kriterien, an die das gekoppelt war. Da wurde gesagt, wir nehmen 350 Kinder auf, die müssen aber irgendwie krank sein, das müssen Mädchen sein, also ganz viele Kriterien,
man wusste zu dem Zeitpunkt, also Faktencheck könnt ihr auch nochmal machen, aber man wusste zu dem Zeitpunkt dieser Kriterienaufstellung schon, dass so viele Mädchen gar nicht in den Lagern sind. Und das finde ich, erstmal kommt es nicht darauf an, ob Männlein oder Weiblein, sondern darauf, vor allen Dingen die Kinder da erstmal rauszuholen. Und da gibt es noch ungefähr 5000 an der Zahl, ungefähr. Und das sind ja auch keine Massen, das muss man vielleicht einfach mal Nein, genau. sagen, ne? Und die, also jetzt sind irgendwie knapp 50, ich weiß nicht, ob das noch der aktuelle Stand ist oder ob tatsächlich schon ein paar Kinder mehr nach Deutschland gekommen sind, aufgenommen worden. Und die einzigen, die aus dieser sogenannten Koalition der Willigen noch aufgenommen haben, war Luxemburg. Alle anderen haben noch gar nicht geleistet. Das ist was, was man niemandem draußen erklären kann. Und wenn man die Bilder sieht, Bilder sind natürlich auch immer stärker als Worte, auch in dem Fall. Ich würde zumindest jedem, der sich mit diesem Thema befasst, auch im Parlament, empfehlen, sich so damit zu befassen und vielleicht auch mal in die Region zu fahren. Das heißt nicht, dass jeder auf der Sea-Watch gewesen sein muss, aber man muss mit den Leuten, die das irgendwie anders oder am eigenen Leib erfahren haben oder erleben, auch mal mit denen sprechen, um mal irgendwie einen tatsächlichen Blick auf die Dinge zu bekommen, den man dann mitnimmt und hier vielleicht auch dadurch anders Politik macht. Man kann das, glaube ich, nicht nur vom Schreibtisch aus machen hier. Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort, um den Schreibtisch jetzt zu verlassen und dich in den Feierabend zu entlassen. Vielen Dank Das Kind für zu die Bett zu ganzen. bringen, ja. Ja, genau. Dass du dir die Zeit genommen hast hier für unsere erste Ausgabe Machiavelli Blind Date. Gerne. Das war sehr interessant, spannend und erhellend. Und ich hoffe, fandet das auch so gut und habt Lust, uns weitere Vorschläge für PolitikerInnen und RapperInnen zu schicken. Vielleicht magst du uns noch sagen, wir erweitern ja immer so ein bisschen. Wir sind jetzt nicht nur Rap, manchmal kommt auch der ein andere Pop-Song dazwischen. Philipp Amthor hat über seine Liebe zu Wagner geredet, natürlich. Möchtest Ach du, du, ehrlich, hat er das gemacht? das hat er gemacht, das könnt ihr alle Oh. nachhören im Podcast mit Gold Roger zusammen. Möchtest du noch sagen, welchen Song du unserer Community gerne mit auf den Weg geben willst? Was läuft bei dir? Oder hörst du keine Musik? Doch. Ich bin ein großer Katie Melua-Fan, und würde euch empfehlen auf Penguins and Cats. Super. Das Genau. kommt vielleicht bei ein paar Leuten Und ganz in die aktuell, höre ich Playlist. gerade, weil ich es cool finde, Ja. Ava Max, ich weiß, es ist mehr so Charts, Kings and Queens. Ich finde den Song ganz gut. Das auch kommt alles in die Playlist. Cool. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit Danke genommen euch. hast. Gerne, gerne. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal für eine gemeinsame Folge zum Thema. Super. Will do. Sehr gerne. Ich Bis schaue das dann. nächste Mal von der anderen Seite zu. Ja, gerne, ich freue mich drauf. Alles gut. Tschüss. Schönen Abend euch. Ciao. Danke, ciao. So Leute, ich weiß nicht gar nicht, das haben wir ja nicht abgesprochen, ob Vassili jetzt hier nochmal für ein Nachgespräch reinslidet und mir noch den Kopf wäscht für die dummen Fragen, die ich gestellt habe. Und die Leute fordern den Golord und da ist der Golord in royaler Pose, schlendert er an Backsteingebäuden vorbei. Das ist sein liebster Hintergrund, das hat er uns letztens beim Fotoshooting mit unserem fantastischen Fotografen Nils vom Lande noch erzählt. Soll man nicht ein Foto von der Backsteinwand machen? Nee, Vassili, machen wir nicht. Aber schön, dass du wieder da bist. Krawatte hast du mittlerweile ausgezogen. Jan, großartig. Also wirklich super, super Gespräch. Ich habe total gerne zugeschaut. Dankeschön. Ich musste ein bisschen Fakten checken, Das weil war sehr gut, danke. ja, diese Kemmerich-Geschichte, das ist ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten und jetzt reden alle über Amthor. Aber man sollte schon auch nicht vergessen, Christian Lindner hat auch durchaus natürlich in seiner Position als Parteichef Dinge zu verantworten und hätte auch in der einen oder anderen Situation, zumindest gab es Forderungen, konsequent Wie hätte elegant sein. bist du gerade diesem Strauch Ich wollte nicht, dass mir das ausgewichen? Ding ins Gesicht fliegt, deshalb habe ich noch den kleinen Schlenker gemacht. Aber Jan, ich habe tatsächlich erwartet. Werde ich ein Meme rausbasteln, auf jeden Fall. Ich war erstaunt, dass ihr so wenig über Christian Lindner gesprochen habt. Ich hätte gedacht, dass du. Echt? Also, Christian Lindner spricht ja so viel über sich selber, dann muss man ja nicht die ganze Zeit auch noch über den sprechen, ne? Das stimmt natürlich auch. Nee, es war super, super interessant. Vor allem, das war ein Einblick, glaube ich, in Job einer Politikerin, den man sonst nicht so bekommt. Also ich habe sehr gerne zugehört.
Das freut mich. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat und dieses Format, dann empfehlt es ganz vielen Menschen weiter. Nächste Woche bin ich gespannt, wer auf mich zukommt. Seht ihr, ich habe hier richtig Londoner Wetter. Ich werde hier richtig nass gerade, aber Nass egal. geregnet. Nass Regen geregnet. macht schön. Ja, man Um noch eine klappt Floskel am Ende zu droppen. klapp nicht bei allen. Genau, deshalb guckt rein, empfehlt es weiter und wir machen übrigens nicht nur Instagram, wir machen auch einen Podcast, falls ihr jetzt irgendwie neu dazugestoßen seid. Machiavelli gibt es in zwei Ausführungen, einmal mit uns beiden und einmal Machiavelli Push mit dem da und mit Cyber Humsi, die, glaube ich, gerade hier auch kommentiert hat. Genau, das ist euer Signature Move, sagt man doch. Vassili, schön, dich mal wieder zu sehen. Du bist richtig erleichtert, Jan, oder? Du Ja, wirkst ich. jetzt richtig. Puh. Ja, was weiß ich, was du mir da vorsetzt. Das Aber hätte man selber eine sein können. Frage noch tatsächlich. Ja. Hast du dir so, hättest du, wenn du es nicht gewusst hättest, hättest du Güte bei der FDP verortet? Aus ihren Antworten Ja. herausgelesen. Ja, am Anfang hat sie ja erzählt, warum die FDP die beste Partei ist, ne? Ja, gut, ja. Ne? Aber hast du einen anderen Blick auf die FDP bekommen? Hm. Nee, also das kann ich nach einem Gespräch jetzt nicht entscheiden, wie sich mein Blick auf die FDP geändert hat. Vassili, das wird hier mit dir schwieriger als mit der Wenig Politikerin. Spielraum. So, ich entlasse dich jetzt in den Feierabend. Danke, Jan. Ich entlasse dich auch in den Feierabend. Du hast das super gemacht. Wann machen wir es nächsten Mittwoch wieder, ne? Einfach nächsten Mittwoch wieder, wenn die nächste Folge Machiavelli Push kommt. Nächsten Mittwoch, 20 Uhr, hier bei Instagram. Kommt einfach vorbei. Hier bei Bei Instagram. Machiavelli. Ey, wenn ihr Vorschläge habt für Rapperinnen und Rapper, der Spieß ändert sich. Ja, Mann, nach der Formulierung habe ich gesucht, auch gerade in meinem Kopf. Ich habe sie nicht zusammengekriegt. Wenn ihr Vorschläge habt, dann schickt die direkt an mich. Nicht am Machiavelli Podcast, weil sonst sieht der was in die ja, ne? Smart. Alles klar. Und Ey, mir habt. auch gerne Vorschläge, ne? Wenn ihr habt ja vorhin super super Namen geschickt, gerne auch an mich. Dann gucken wir mal, mit wem wir Jan noch zusammenbringen Ey, hier. ich freue mich richtig drauf. Ich habe richtig Bock. Es war schön, dass ihr alle so am Start wart, dass ihr so fleißig kommentiert habt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal alle nochmal in Real Life auf einer Tour oder so wieder. Und ansonsten habt einen wunderschönen Abend. Du auch, Vassili. Und bis bald. Macht's gut. Ciao Jan, ciao Leute. Ciao.